Ich bin der Tom Zahner. Ich leite die Fachstelle Sport und Bewegung bei der Stadt Rapperswil-Jona. Die Fachstelle Sport und Bewegung gibt es seit Februar 2017. Ich darf die leiten jetzt seit 5,5 Jahren. Meine Hauptaufgabe ist die Sportförderung in seiner ganzen Vielfalt. Das sind einerseits finanzielle Beiträge, die aufgrund von Gesuch gestellt werden, oder auch die Verrechnung von all den Dienstleistungen, die die Stadt bringt. Die Pflege des Sportnetzwerks, das einerseits hier in der Stadt, aber auch kantonal, national. Zudem sind Konzepte ein Thema. Also jetzt haben wir gerade die Sportstättenplanung abgeschlossen. Wir haben das Leitbild Sport und Bewegung gemacht. Das sind Grundlagen, die nachher auch in den Alltag hineinspielen, die so, oder Entscheidungsgrundlagen sollen bieten. Nutzenvertretung Sport in Bauprojekten. Schlussendlich bin ich Sprachrohr von denen, die das nutzen sollen. An meiner Arbeit gefällt mir speziell einfach die ganze Breite, die der Bereich Sport auch mit sich bringt. Es sind Gesellschaftsthemen, die reinfließen. Es ist Erziehung, Förderung, Gesundheit, ganz ein zentrales Thema auch im Bereich oder häufig vor allem auch, wenn es um Bewegungsthemen geht. Und zudem Kontakt mit all den Leuten, die im Sport tätig sind. Die Herausforderungen in meinem Job sind, die verschiedenen Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen. Wir haben Einzelpersonen, die Interesse haben an Sportthemen. Es sind Vereine, die Bedürfnisse haben, von der Verwaltung her. Wo Sachen kommen. Das ist eine Herausforderung, aber auch sehr spannend immer wieder. In meiner Funktion kommt mir sicher zu gut, dass ich den Sportvirus in mir trage und auch das Interesse an Personen. Personen und was sie machen, was sie machen möchten. Weiter sicher gut, wenn man Erfahrung in verschiedenen Bereichen vom Sport mit sich bringt. Das sind so die Hauptaspekte, die mich trägt in meinem Berufsalltag.